deutsches Derby am vierten Spieltag der deutschen Eishockeyliga. Dank Schäden und der EC Ingolstadt zu Gast bei den Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg. Die Ingolstädter mit 2 Siegen in Folge im Gepäck und mit einiger Fanunterstützung angereist. Das erste Drittel, Ingolstadt in den weißen Trikots mit Spielvorteilen. Etwas mehr als 5 Minuten rum. Dann dieser Angriff, die Scheibe von Ramoser zurück zu Jobki. Der haut drauf, das 1:0 für Ingolstadt. Durch den Defensivverteidiger. Erstes Saisontor für Jobki. Insgesamt erst sein drittes DEL-Tor. Der Neuzugang aus Straubing. Die Scheibe rutscht heute zwischen Schoner und Blocker ins Tor. Ingolstadt bestimmte das erste Drittel, hatte deutlich mehr vom Spiel, war einfach immer einen Schritt schneller. Die nächste Kombination direkt nach dem Führungstreffer. Darren Olver mit der großen Chance zum 2:0. Aber Niklas Treutle bringt da noch den Handschuh ran. Klasse Save von Nürnbergs Goalie. Kevin Godet hatte einiges zu notieren. Sein Team wirkte fahrig in den ersten 20 Minuten. Es sollte aber besser werden im Mittelabschnitt. Zunächst aber die Chance für Ingolstadt, die Führung auszubauen. Keller auf dem Weg in Richtung Treutle wird gefoult und das gleich zweimal. Folge Penalty plus 2 Minuten Strafe gegen Chris Brown. 2 Fouls in einem kommt auch nicht so besonders häufig vor. Und damit die große Möglichkeit für Patrick Kinnoni, die Führung auszubauen. Kinnoni gegen Treutle, aber er scheitert. Das Problem für Ingolstadt in dieser Phase, viele Chancen, aber sie machten zu wenig draus. Konnten keinen weiteren Treffer nachlegen. Immer wieder Treutle mit guten Paraden. Mitte des Mittelabschnitts, Nürnberg dann verbessert. Jurcina, der neu aufzieht. Und dann geht's schnell mit Jason Bass. Der hat Brandon Buck und der das 1:1. Klar, das ist wieder so eine Geschichte. Brandon Buck, 4 Spielzeiten für Ingolstadt in der DEL gespielt und nun im ersten Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein. Sein erstes Saisontor für die Thomas Sabo Ice Tigers. Schön freigespielt von Jason Best und dann durch die Beine von Jochen Reimer. Und plötzlich lief's bei Nürnberg. Kurz darauf ein Powerplay für die Ice Tigers. Das bislang ein Problem. Noch ohne Powerplay-Treffer in dieser Saison. Ja bis Chris Brown kam. Und das Spiel war gedreht. 2:1 Nürnberg plötzlich vorn. Durch den Topscorer der Schuss von der blauen Linie von Aronson. Und dann perfekt abgefälscht von Brown. Keine Abwehrchance für Jochen Reimer. Nürnberg nur mit einer richtig starken Phase in dieser Partie. Knapp 5 Minuten noch im Mittelabschnitt. Wieder Chris Brown. Und dann Best Bender, Buck, 3:1. Eine klasse Kombination der Ice Tigers. Und plötzlich waren es 2 Tore Vorsprung. Schöner Pass von Chris Brown. Best verpasst noch den Schuss, aber Bender steht richtig. 3:1 nach 40 Minuten. Was tun, Doug Shedden? Ingolstadt hatte die Kontrolle erstmal aus der Hand gegeben. Der Schlussabschnitt. Und Ingolstadt, die hatten sich was vorgenommen. Kamen mit Dampf aus der Kabine. Tatiček scheitert zunächst, lässt dann aber nicht locker. Holt den Puck nochmal zurück. Tatiček für Sopanen. Nochmal Tatiček, der Anschlusstreffer. Nochmal der Blick auf diese schöne Kombination. Tatiček für Sopanen und dann staubt er ab am rechten Pfosten. Ingolstadt zurück im Geschäft und keine 2 Minuten später die Panther mit der 4. Reihe auf dem Eis. Mit Ramoser und dann Tim Wohlgemuth. 3:3, das erste DEL-Tor für den 19-jährigen Nachwuchsstürmer, der viel Eiszeit bekommt bei den Ingolstädtern. 4. DEL-Spiel, erstes Tor. Und ein sehenswertes noch dazu. Schöner Handgelenkschuss in den Winkel. Und Ingolstadt hatte nun klar Oberwasser. 5:3 Powerplay. Und das spielen sie geduldig. Und am Ende wunderschön das 4:3. Mike Collins, der Torschütze, Saisontor Nummer 4. Und damit das Spiel zugunsten der Panther gedreht. Und am Ende auch der Sieg für Ingolstadt. Ich denke mal, wenn man mit 2 Toren Führung ins dritte Drittel geht, muss man es irgendwie heimbringen, egal wie. Wenn die 2 schnellen Gegentore haben uns das Genick gebrochen. Dumme Strafzeiten wieder, was wir jedes Spiel machen, was uns jedes Mal irgendwie den Sieg kostet. Und heute wieder. Und es lag mehr an uns als an denen, dass wir heute verloren haben. Stimmt, das war heute das erste Tor.
Aha. Wie cool ist das denn? Erklären Sie mal ein bisschen. Ja, also ich bin brutal glücklich, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, wenn ich mich recht daran erinnern kann, dann habe ich einen Wechsel vorher, glaube ich, das leere Tor ausgelassen. Ingolstadt feiert den dritten Sieg im vierten Spiel. Anders Nürnberg, dritte Niederlage im vierten Saisonspiel.